Im Juni 1984 unternahm der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner eine Expedition im Karakorum-Gebirge. Mit ihm war Hans Kammerlander hier rechts im Bild. Ziel waren zwei Gipfel der Gascherbrum-Kette, beide knapp über 8000 Meter hoch, im Hintergrund der Gascherbrum 1. Übersetzt heißt Gascherbrum der leuchtende Berg. Das Vorhaben war, zwei Achttausender hintereinander zu überschreiten, in einem Gang, ohne Hochlager, ohne Sauerstoff, nur mit je einem Rucksack als Gepäck. Messner hatte in früheren Expeditionen beide Gipfel schon getrennt bestiegen. Dies hier ist der Gipfel des Gascherbrum 2. Ich habe konkret keinen Beruf, ich habe auch nichts gelernt, als dass ich sagen könnte, ich beherrsche das Ganze. Ich habe vieles gemacht, ich bin fähig, meinen Lebensunterhalt mit vielen, vielen Dingen zu verdienen. Mehr brauche ich nicht, ich bin fähig, mit meinem Verkauf von Abfallprodukten des Bergsteigens meine Expeditionen zu finanzieren. Und das reicht mir. Ich bin heute sehr froh, dass ich keinen Beruf habe. Ich glaube, dass einen Beruf zu haben, das Ende von jeder schöpferischen Tätigkeit ist.